den Studierenden. Die Studentinnen und Studenten haben diesen Stand entworfen. Sie werden nachher Lehrerinnen und Lehrer werden im Fach Physik. Und deshalb ist der stark auf Vermittlung angelegt. Und hier, warum ist der Himmel blau? Das ist etwas, eine ganz einfache Frage, und trotzdem bringt es uns zu sehr komplizierten und schwierigen Fragen in der Physik. Ich kann Ihnen mal zeigen, weshalb der Himmel blau ist. Wir haben hier dieses Experiment. Man sieht die Atmosphäre. Man sieht die Atmosphäre. Hier das Licht durch. Wie die Sonne funktioniert. Das ist die Beschreibung dazu. Mit der Atmosphäre und dem Licht. Und das blaue Licht, das oben in der Atmosphäre bleibt. Die Sonne kommt durch die Atmosphäre und wir sehen gelbes Licht. Und wenn die Sonne untergeht, sehen wir rotes Licht. Das ist ganz einfach symbolisiert. Aber wir haben auch komplexe Sachen. Wir sehen hier Kinder. Das ist nicht mit einem Trivial. Die mit dem prismatischen Charakter des Lichts funktionieren. Wie sich das Licht aufteilt in verschiedene Farben. Und mit diesen Farben zum Beispiel funktioniert dieses Experiment. Es sind drei Laserfarben. Und das funktioniert. Man sieht, wie die Datenübertragung im Handy oder sonst irgendwie funktioniert. Es sind drei Daten mit drei Wellenlängen. Die gehen jetzt hier auf das Prisma, werden gebündelt und kommen da durch das Glasfaserkabel. Diese drei verschiedenen Daten werden wieder aufgegleist und man kann sie hier nachher verschiedene Daten wieder abfragen. Damit können wir zeigen, wie die Glasfasertechnik heute funktioniert.